Yo Freunde, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ihr seht schon, Leute, es ist dunkel. Ich habe keine Lichter an. Ich muss ein bisschen leiser machen. Denn ihr seht, ich zeige euch das mal ganz an meinem Handy. Wir haben es gerade 2.57 Uhr. Also es ist 3 Minuten genau um 3 Uhr nachts. Wir werden heute um Punkt 3 Uhr nachts Runde Stumble Guys spielen. Ich bin mega gespannt, was passieren wird. Oder ob überhaupt irgendwas passieren wird. Lasst dafür auf jeden Fall unbedingt mal ein Like und ein Abo da, Freunde. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten würde ich sagen, wir labern nicht so viel. Wir gehen rein ins Video. Let's go dafür. Okay, Leute. Ah, ich würde sagen, wir haben noch 2 Minuten. Ich würde sagen, wir öffnen auf jeden Fall, wir beeilen uns, wir öffnen aber auf jeden Fall mal noch unsere Gratis-Packs hier. Und schauen mal, was wir hier bekommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde um Punkt 3 Uhr die Runde starten. Und ich bin gespannt, was passieren wird, wenn wir wirklich genau um Punkt 3 Uhr in eine Runde gehen. Vielleicht wird irgendwas passieren, ich weiß es noch nicht, wir werden es schauen. Aber ansonsten, komm, bitte gönn den gewöhnlichen Skin. Ungewöhnlich, sehr nice, brauchen wir noch. Okay, aber bisher in den Spins sehe ich keinen Unterschied bisher. Aber okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Und auch hier wieder. Okay, 5 Juwelen. Gut, dann ich schaue mal ganz kurz auf mein Handy. Es ist jetzt 59. Ich würde sagen, wir beeilen uns schnell. Wir nehmen noch einen passenden Skin für die Nacht. Ich würde sagen, wir nehmen hier einmal das rote Skelett für heute. Und dann würde ich sagen, gucken wir auf unsere Uhr. Wenn es auf 3 Uhr steht, würde ich sagen, starten wir die Runde. So, ich bin gespannt. Und es ist 3 Uhr. Wir starten die Runde, Freunde. Let's go. So, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was auf uns zukommen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob irgendwas passieren wird. Ich bin auf jeden Fall... Ein bisschen Angst habe ich, aber... Okay. So. Also wie gesagt, ich kann nicht so laut reden, sonst nicht, dass ich dann irgendwelche Nachbarn aufwecke oder so. Sonst schreie ich immer ein bisschen rum, ne? Ansonsten, okay. Wir schauen mal. Oha. Also das Erste, was mir auffällt, ist euch mal aufgefallen, wie viele Skelette wir in der Runde haben. Okay, es ist 1, 2. Wir sind insgesamt 3 Skelette in der Runde. Okay. Also das habe ich sonst noch nicht erlebt. Aber okay, bisher schaut eigentlich alles ganz normal aus. Ich weiß gerade den Namen nicht, den Namen der Map nicht. Aber auf jeden Fall an sich, die Map sieht eigentlich aus wie immer. Also hier merke ich keinen Unterschied. Bis auf, dass wir, wie gesagt, 3 Skelett-Skins haben. Das haben wir sonst noch nicht gehabt. Aber okay. Wir sehen auch, es ist ein Blitz-Ninja auf jeden Fall dabei. Also wir haben auf jeden Fall auch ein paar gute Gegner anscheinend. Okay, wow, der hat auch diesen Fuß-Emote sogar. Okay, krass. So, aber ich glaube, wir kommen eigentlich easy ins Ziel rein. Ansonsten, was hat er für einen komischen Namen hier? Hashtag 2. Okay. Also der eine hat auf jeden Fall ein bisschen komischen Namen. Er hat auf jeden Fall den Standard-Skin, aber den OG-Emote mit dem Fuß. Okay. Aber bisher war nichts Auffälliges. Ich würde sagen, wir gucken, was in der nächsten Runde passieren wird. Okay, die nächste Map ist Cannon Climb. Okay, interessant. Ja, wir schauen. Und wir sehen, alle Skelette sind raus. Nur noch wir sind. Wir sind der letzte Skelett in der Runde. Okay. Ah, nee, doch, warte mal. Da ist sogar noch ein Skelett. Wir waren sogar 4 Skelette, sehe ich gerade. Oh nein. Habt ihr das gesehen? Da oben ist noch ein weißes. Es waren ja 2 grüne. Insgesamt 4 Skelette in einer Runde. Okay, also das ist krass. Das hatten wir noch nicht. Also 4 Stück in einer Runde ist schon viel, finde ich. Okay. Ansonsten, ja, bisher schaut es nicht schlecht aus. Wir machen auf jeden Fall unseren Geheimtrick. Wir laufen hier an der Seite entlang auf entspannt. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns noch qualifizieren. Aber das müssten wir eigentlich schaffen. Auf entspannt. Okay, gut. Das haben wir noch geschafft. Aber krass, also 4 Skelette waren in einer Runde. Okay. So. Bin jetzt gespannt, was wir jetzt für ein Game bekommen werden. Okay, wir sind jetzt im Endgame. Wir haben Lavaland bekommen als Endgame. Okay, ich bin gespannt. Schau mich mal ein bisschen um, wie mich jetzt interessiert, ob in der Map sich irgendwas verändert. Aber bisher sieht eigentlich alles aus wie immer. Also bisher merke ich hier keinen Unterschied. Aber ich sehe auf jeden Fall, der Skelettskin ist raus. Also alle Skelettskins sind raus, die am Anfang drin waren. Wir sind der letzte. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Clown. Der schaut ein bisschen kuschelig aus. Den haben wir auf jeden Fall direkt mal in die Lava reingeworfen. So, jetzt haben wir hier drüben noch einen roten Skin. Okay. Ich glaube, den werfen wir auch mal raus. Oh mein Gott, das war ja richtig knapp. Habt ihr das gesehen, Leute? Wie knapp das war? Ach du heilige Scheiße. Okay. Ich würde sagen, wir werfen gleich mal den nächsten Skin raus. Schauen mal. Okay. Aber bisher schaut alles normal aus. Ich würde sagen, den werfen wir mal noch raus hier. Ah, schade. Haben wir nicht geschafft. Okay, da werfen wir jetzt... Ah, schade. Okay, wir müssen einmal jetzt hier... Oha. Ich überlege gerade. Scheiße, was machen wir? Guck mal, Leute. Nein, schade. Also ich fand es auf jeden Fall krass.
Also man konnte gerade eben irgendwie nicht wirklich gewinnen. Also man hatte irgendwie keine Chance mehr, da irgendwie hochzuklettern. Also das hatte ich so noch nicht. Ich würde sagen, ich probiere was aus. Wir nehmen jetzt mal auch diesen Grünskelett, weil da waren ja gerade irgendwie 2 oder 3 Stück in einer Runde. Wir testen jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir auch den Grünskin nehmen. Wir probieren einfach mal. Schauen mal, ob wir jetzt hier gleich in der Runde wieder so viele Skelettskins bekommen. Okay, wir bekommen wieder Cannon Climb. Okay, interessant. Wir schauen mal. Oha, lol, seht ihr das? Schaut mal. Schon wieder vier grüne Skelettskins. Oha, ey, das habe ich so noch nicht erlebt. Also das ist echt crazy. Wieder 4 grüne Skelettskins. Also das ist, kann eigentlich kein Zufall mehr sein. In der letzten. Guck mal, da ist auch genau wieder ein weißer wie in der letzten Runde. Also es sind wieder 4 grüne und ein weißer. War vorhin ja auch so ähnlich. Da waren ja auch irgendwie 3 grüne oder so und ein weißer. Also es sind 4. Hä? Was war das denn? Lol, wir sind einfach durch die Wand durchgeflogen, durch den Boden. Okay, krass. Aber ich hoffe, wir qualifizieren uns hier noch. Das schaut gerade ein bisschen knapp aus. Oha. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Schade, aber habt ihr das gerade gesehen? 1, 2, 3, 4 grüne... Okay. Also das war gerade schon krass. Ich würde sagen, wir starten nochmal eine Runde. Und wir schauen nochmal, wie viele Skins wir jetzt bekommen. Ob wir nochmal so viele grüne Skelettskins bekommen. Okay, wir kriegen wieder Cannon Climb. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Also wenn wir jetzt wieder 4 Skelettskins... 1, 2... Warte mal. 1, 2, 3, 4... Wieder 4 grüne Skelettskins. Ja, okay, das ist kein Zufall mehr, Freunde. Also wirklich nicht. Also das ist kein Zufall mehr. Ich zähle nochmal. 1, 2... Da ist der 3., da der 4. Aber haben wir sogar 5 grüne? Haben wir 5 grüne Skelettskins? Warte, da vorne ist einer. Dann ich sind 2... Da drüben ist einer 3. Hinter uns ist einer 4. Also wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, sind das sogar 5. Warte mal, 1, 2. Da kommt... Wir schauen jetzt, warte mal. Wir müssen jetzt genau hingucken. 1, 2, 3, 4. Nein, wieder, genau wieder 4 Skins, 4 Skeletts. Boah, also das ist schon langsam ein bisschen... Das ist schon ein bisschen gruselig. Auch wieder 4 grüne. Okay. Okay, okay. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Kriegen Over und Under unser nächstes Match. Aber, also, ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbete. Aber wir haben jetzt irgendwie 4 Runden am Stück jeweils immer 4 Skelettskins bekommen. Und zweimal waren es sogar jeweils 4-mal grüne Skelettskins. Also ich weiß nicht. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mir das gerade nur einbilde oder ob das halt wirklich gerade daran liegt, dass wir um 3 Uhr nachts hier Fall Guys spielen. Ja, was erzähle ich? Fall Guys, Dummy Guys meine ich natürlich. Aber okay. Also ein bisschen gruselig ist es schon, aber ansonsten, das ist das Einzige, was sich bisher ein bisschen verändert hat. Ansonsten, die Maps und so sind an sich eigentlich alle wie immer. Und ich glaube, wir qualifizieren uns wieder nicht, so wie es ausschaut. Nee, schade. Ich habe das... Kacke, ich glaube, wir qualifizieren uns wieder nicht. Oder? Nee... Doch, nee, das schaffen wir nicht. Schade. So, wir haben es wieder nicht qualifiziert. Ich würde sagen, wir starten noch eine Runde. Und wenn jetzt wieder 4 Skelettskins kommen sollten, dann ist irgendwas faul auf jeden Fall. Also 100% ist irgendwas faul dann. Okay, wir kriegen die mehr Pirate Pasch. Ich bin jetzt echt gespannt, ob wir jetzt wie... Nein, das ist kein Zufall mehr. Wieder 4 grünes... Nein, stopp. Ey, nein, das ist kein Zu... Nein, das ist... Das... Stopp. Ich glaube, wir hören auf mit Spielen, oder? Ey, das ist doch kein Zufall mehr. Also, ich zeige euch mal kurz. Wir haben es jetzt mittlerweile 3.22 Uhr, wenn wir das sehen können. Aber es sind wieder 4 grüne Skelette... Das ist... ich glaube... Also, das ist wirklich kein Zufall mehr. Also, das ist schon ein bisschen gruselig. Ich sage euch das ganz ehrlich. Also das... Ist schon irgendwie, da ist ein bisschen was faul auf jeden Fall. Also ich glaube, da haut was gar nicht hin. Also, ja, habt ihr das gesehen? Warte mal, waren das gerade sogar 5 grüne Skelettskins? Habt ihr das gerade gesehen? Habe ich mich gerade verzählt oder waren das gerade wirklich 5 grüne? Niemals. Also das ist... Wir testen jetzt nochmal was. Wir wählen jetzt mal einen anderen Skin aus. Und sollte der jetzt auch irgendwie 4-mal in der Runde sein, also dann... Okay, warte, wer schaut noch ein bisschen gruselig aus? Wer passt zu der Uhrzeit 3 Uhr nachts? Welcher Skin? Wir wählen einfach mal... Wollen wir diesen Teufel hier mal nehmen, Freunde? Wollen wir den mal nehmen oder
Ich weiß nicht, wer schaut denn noch gruselig aus? Okay, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Teufel, diesen Dämon und starten jetzt mal eine Runde mit dem Dämon, okay? Sollte der jetzt auch irgendwie 4-5 Mal kommen, dann ist vorbei. Also dann, okay, ich bin gespannt. Wir starten die Runde. Let's go, Leute. Okay. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich suche zum Beispiel gerade schon gefühlt seit, keine Ahnung, 5 Minuten der Map gefühlt. Also irgendwie, ich habe auch gerade geguckt, also Internet habe ich, aber es findet irgendwie keine Map. Also das läuft die ganze Zeit durch und läuft, aber es passiert nichts. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Mal, seht ihr das? Also es läuft einfach durch, in Dauerschleife, aber es kommt einfach keine Map. Aber wie gesagt, also Internet habe ich, ja, also merkwürdig. Also, ein bisschen komisch ist es schon, also um 3 Uhr nachts, also das ist schon ein bisschen komisch hier, wie die Dinge hier so vor sich gehen. Aber okay. Seht ihr das? Es passiert einfach nichts. Es lädt einfach. Ich würde sagen, wir kommen hier auch nicht raus. Also, ich kann hier drücken, was ich will. Hier, es passiert nichts. Wir sind einfach in einer Dauerschleife gefangen hier. Wir können nichts machen. Wir können... Ich versuche jetzt einfach mal das Spiel. Ich beende es jetzt mal. Ich gehe jetzt hier auf Fenster schließen. So, jetzt ist es weg. Und jetzt würde ich sagen, jetzt starten wir das Spiel einfach mal komplett neu. Haben sie jetzt neu gestartet? Ist jetzt irgendwas passiert? Irgendwas anders als sonst? Sie hat sich ja eigentlich nicht viel verändert. Mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt eine Runde starten. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Okay, jetzt haben wir eine Runde gefunden. Okay, merkwürdig. Schaut mal, mein Controller reagiert jetzt einfach nicht mehr. Also ihr seht, er ist verbunden. Das seht ihr daran, dass das Lämpchen hier leuchtet. Aber schaut mal, mein Controller reagiert einfach nicht mehr. Also er ist verbunden, ihr seht, also sonst würde das halt hier leuchten, also blinken. Aber er ist verbunden. Okay, das ist halt komisch jetzt. Also ich gehe mal meine Bluetooth-Einstellungen. So, schaut mal hier, Freunde. Also ihr seht, mein Controller hier, Xbox Wireless Controller, der ist verbunden. Ihr seht's? Hier. Jetzt funktioniert der, wo alle im Ziel sind. Also das ist komisch, okay, also das war jetzt merkwürdig. Aber okay, so irgendwas ist ja auf jeden Fall nicht ganz sauber um 3 Uhr nachts. Also erst kommen richtig viele Skelettskins, dann sind wir einfach in einer Dauerschleife. Dann mein Controller ist verbunden, aber er reagiert... Jetzt, guck mal, jetzt reagiert er wieder nicht. Schaut mal, hier. Normalerweise müsste jetzt hier, ja, der Buchstabe kommt zum Starten. Aber hier, ihr seht, hier, ich drück hier... Passiert nichts. Seht ihr das? Obwohl er verbunden ist. Ihr seht es? Hier. Zeige ich das. Er ist verbunden hier. Aber hier. Hier passiert wieder nichts. Ist. Also okay. Gut. Ist ein bisschen merkwürdig hier um 3 Uhr nachts auf jeden Fall. Ja. Okay. Wir machen jetzt mal noch was. Und zwar würde ich sagen, wir gehen mal auf den Shop. Und ich würde sagen, wir machen mal ein einziges Pack auf, okay? Machen jetzt ein einziges Pack auf. Ihr seht oben meine Stumble-Tokens. 6485. Machen jetzt ein Pack auf, okay? Und mal schauen, was passiert. Und? Okay. Ist ein Duplikat gewesen. Was ist denn die Zahl des Teufels? Warte mal, wir fragen mal Hey Siri. Hey Siri, was ist die Zahl des Teufels? Hier ist das Resultat meiner Websuche. 666 ist die Zahl des Teufels. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal 6 Spins. Wer weiß, was passieren wird. Wir machen 6 Spins, okay? Cool, ich bin gespannt. So, das war der erste. Es ist ein neuer Skin, den wir noch gebraucht haben. Okay. Jetzt kommt der nächste. Wieder der Hai. Jetzt kommt der dritte Spin. Dino. Der vierte Spin. Ein Panda. Der fünfte Spin. Der König. Und jetzt der sechste und letzte Spin, Freunde. Ich bin gespannt. Ein Schwein. Ich würde sagen, die Zahl des Teufels ist 666. Das heißt, wir machen jetzt einfach noch zweimal jeweils 6 Spins. Mal schauen, was passiert. Okay. So, die nächsten 6. Also die nächsten, der nächste Spin. Okay, wir kriegen das Skelett-Skin. Okay, ich merke. Interessant. Okay. So.
Okay, wir kriegen Prinzessinnen. Die haben wir auch schon. Okay, mal schauen. Den haben wir auch schon. So, mal schauen, was jetzt passiert. Okay, wir kriegen wieder den Roboter. Ja, yeah, also wir haben das Skelett bekommen. Und jetzt machen wir, wie gesagt, nochmal 6 Spins. Wegen 3x die Zahl 6. Let's go. So, mal schauen. Okay, der erste. So, der zweite. So, jetzt kommt der dritte. Okay. Das ist jetzt der vierte Spin. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wenn wir jetzt nochmal das Skelett kriegen, wäre schon komisch, Alter. Digga, das ist nicht normal. Also, wir haben wieder ein Skelett-Skin bekommen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. War ein bisschen merkwürdig schon. Wir wählen jetzt mal. Komm, wie weh? Was passiert? Wir wählen jetzt mal. Ich würde sagen, Leute, ein was probieren wir noch aus. Und zwar wähle ich jetzt hier mal den Standard-Skin aus. Warte mal. Also den ganz normalen Standard-Skin. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal eine normale, also eine ganz normale Runde mit dem Standard-Skin. Mal schauen, was da jetzt passieren wird. Ich bin gespannt. So, ich bin gerade in der Runde angekommen. Und ihr glaubt nicht, was schon wieder passiert ist. Wir haben 1, 2, 3, 4. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 6 grüne Skelett-Skins. 6. Und ich selber habe gar keinen. Hätte ich jetzt selber wieder den grünen Skin abgehabt, wären mir wahrscheinlich 8 grüne Skelett-Skins oder so gewesen. Also das ist abnormal gruselig. Also, wir haben gerade 6-mal den gleichen Skin. Also ihr seht es, hier ist einer, davon sind einige. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig hier jetzt. Also weiß ich nicht, ob das so normal ist. Das ist schon jetzt echt ein bisschen gruselig hier, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Schaut euch das an, wie viele Skins. 3, 6 Stück, schaut euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Da ist sogar noch ein roter dabei. Okay, das war's komplett. Also wir gehen raus. Ich glaube, ich beende das Video jetzt an der Stelle, Leute. Also das war jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Also 7 Skelett. Gut, ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt, Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ist jetzt mittlerweile 3.37 Uhr schon. Ach, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, Like und Abo nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.